Jetzt bei Welt im Wandel TV sprechen wir über den vielleicht größten Heiler aller Zeiten. Er hat in den letzten 7 Jahren 250.000 Menschen behandelt und auch erfolgreich geheilt. Aber was ist das Geheimnis dieses Geistheilers, dieses Heilers? Darüber sprechen wir jetzt hier bei Welt im Wandel TV. Lieber Sananda, ich freue mich sehr, dass du Zeit hast für dieses Interview. Und ich muss sagen, als ich darüber gelesen habe, wie viele Menschen du behandelt hast und auch erfolgreich behandelt hast, das waren ja eben 250.000 in den letzten 7 Jahren, das ist natürlich beeindruckend. Du bist ja nicht nur Heiler, sondern du bist ja auch ein Bewusstseinsforscher. Du siehst astrale Wesen. Du bist auch ein Seelenerforscher, Buchautor, hast Bücher geschrieben. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was ist dein Geheimnis? Wieso konntest du so viele Menschen heilen? Das ist eine lange Geschichte. Ich habe da ja ein paar Bücher darüber geschrieben. Wer das genau wissen will, wie sich das entwickelt hat, dem rate ich wirklich, meine Bücher zu lesen. Dabei lernt er dann auch noch die reale Welt kennen, in der er lebt. Genau. Ich zeige mal eines deiner Bücher, das gerade jetzt erschienen ist. Ja. Das kann man dann mal auch gut an die Zuseher zeigen. Genau. Es heißt Überlebenshandbuch für Erwachte. Ja, das ist der vierte Band. Ich rate den Lesern und Zuschauern, von vorne anzufangen, weil sie sonst den Zusammenhang, das große Bild nicht verstehen. Und meine Intention ist es ja, in den Büchern die Menschen an die Wirklichkeit zu führen, wer sie wirklich sind, warum sie hier leben und warum das alles passiert, was gerade passiert. Mhm. Das verstehen die Menschen dann besser, wenn sie meine Bücher von Anfang an gelesen haben. Mhm. Darf ich da dazwischen fragen? Also die Frage von mir war ja, was dein Geheimnis ist, was heilt. Ja. Könnte man das so sagen, du verhilfst den Menschen, sich weniger mit der Krankheit zu identifizieren und dadurch heilen sie dann, weil sie bewusster werden, weil sie sich nicht so identifizieren mit der Krankheit? Würde ich jetzt so nicht sagen. Ich denke, das sind mehrere Komponenten, die da zusammentreffen. Das heißt, einerseits, ich möchte die Menschen aufklären. Deswegen mache ich ja massive Aufklärungsarbeit, die mich ja auch angreifbar macht im Außen, weil ich ja dann angegriffen werde, weil Menschen, die Wahrheit sagen, die mag man nicht so in dieser Welt, in der wir leben. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch diese Heilkräfte, wie man es nennt, und das ist mehr oder weniger meine Energie. Das ist mein Bewusstsein, weil nur Bewusstsein heilt. Es gibt keine Heiltechnik. Es gibt ja so viele Heiler, die bestimmte Techniken lehren, auf Lehrgängen und dergleichen. Im letzten Endes arbeiten sie ja nur mit dem Placebo-Effekt. Der spielt ja bei der Heilung auch eine Rolle. Allerdings bei den Heilern, die eben nicht diese Heilkräfte in sich tragen. Das heißt, mein Bewusstsein, die Energie, die ich selber bin, ist das, was heilt. Und sobald sich jemand mit mir verbindet, das können die Zuschauer auch gerne mal testen, wenn sie zu Hause am Bildschirm sitzen, indem sie dreimal meinen Namen rufen. Ich rufe Geistheiler Sananda und dann ihr Anliegen schildern, ihre Awa und Wewele. Dann werden sie, wenn sie ein klein bisschen medial veranlagt sind, ein klein bisschen feinfühlig sind, werden sie meine Energie augenblicklich spüren. Augenblicklich. Und sie werden ein wahnsinniges Kribbeln im Körper spüren, das vom Kronenchakra bis runter geht und unten wieder raus, so wie von innen geduscht zu werden. Manche werden auch spontan anfangen zu weinen. Ja. Habe ich alles schon Zuschriften gekriegt? Darf ich kurz dazwischen fragen, weil du gerade sagtest, der Placebo-Effekt, den hast du ja nicht, weil dein Bewusstsein heilt. Bei Tieren, du heilst aber auch viele Tiere. Wie funktioniert es da? Also die Tiere können ja doch dann, die können dich nicht anrufen, ja, die können ja nicht rufen dreimal Geistheiler auseinander. Ja, wie funktioniert das bei Tieren? Das ist schon, dass die Menschen, die sich mit mir verbinden, wenn sie mir einen Auftrag geben, im Prinzip heile ich automatisch das ganze gesamte Umfeld. Und da gehören ja auch die Tiere dazu. Und das spüren die dann auch. Da gibt es ja die tollsten Berichte von Tieren, wo Karzinome verschwunden sind in ein paar Tagen.
Hunde, die schon fast tot waren, plötzlich wieder gelaufen sind. Ich habe ja die ganzen Feedbacks gesammelt, archiviert. Ich habe über 100.000 nachweisbare Heilungen archiviert. Also ich glaube, ich habe das größte nachweisbare Archiv von Heilungen, also mehr wie Lourdes oder Lourdes, wie man das nennt in Frankreich, kann ich nachweisen. Also das sind ja keine Phrasen von mir. Da ich ja so angegriffen werde, massiv, muss ich ja immer Beweise sammeln für meine Arbeit und für mein Werk. Deswegen kann ich immer alles nachweisen. Und der beste Nachweis ist immer ein geheilter Patient, ein geheilter Klient, der das dann auch bestätigt. Und ich lasse die auch vor der Kamera dann sprechen, um das zu verewigen. Weil die Leute glauben ja nur das, was sie sehen. Und reden kann man ja viel. Es gibt ja viele in meinem Bereich Tätige, die reden ja nur viel, aber letztendlich schwarz auf weiß können sie ja nicht viel nachweisen. Und eine Frage jetzt, was ich mir auch schon oft, was mich selber oft gefragt habe, ist, wieso ist es denn so, dass manche Menschen, auch wenn sie unheilbar sind, unheilbar krank sind, heilen, der eine heilt, der andere nicht? Das ist seltsam. An was liegt das? Ich habe nie behauptet, dass ich jeden heilen kann. Nie. Das, im Gegenteil. Viele kann ich auch nicht heilen, weil sie, es gibt ja noch gewisse, manche nennen es Seelenpläne, ich nenne sie mal Inkarnationsplan. Die Menschen haben ja einen Grund, warum sie hier inkarnieren. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Zuschauer an Reinkarnation glauben, weil sonst hätten sie ein großes Problem mit mir. Und die Menschen suchen sich ein Leben aus, sie suchen sich eine Aufgabe aus, wo sie inkarnieren wollen. Sie suchen sich Krankheiten aus, Behinderungen, was auch immer, was sie eben erfahren wollen, um eben das noch, sage ich mal, Dinge wieder gut zu machen aus früheren Leben zum Beispiel oder weiter zu wachsen im Prinzip. Und wenn sich jetzt jemand eine starke Behinderung aussucht, um dieses Leben so zu meistern, dann hat es mehrere Gründe. Einmal möchte er diese Aufgabe meistern, aber meistens ist es so, dass bei Behinderungen geht es um den anderen. Das heißt, es geht um den, bei dem er lebt. Zum Beispiel um Eltern, Geschwister, Freunde, genau, Partner und dergleichen. Die müssen eine Aufgabe bewältigen. Und er stellt sich quasi nur zur Verfügung als Opfer, als Behinderter. Und in Wirklichkeit geht es darum, dass der andere, der ihn betreut, noch was lernen muss. Darum geht es meistens. Das heißt, ähnlich wie bei den Tieren. Also so, die Tiere kommen ja auch zu uns, weil sie uns was übermitteln wollen. Weil sie den Menschen Liebe lernen wollen, kommen die Tiere. Und so ähnlich ist es eben auch beim Inkarnationsplan. Und die Menschen, die sich denn sowas ausgesucht haben, die kann niemand heilen. Weil das ist ja denen ihren Wille, ihr Ziel. Genau, dann würde ich ihnen ja den Plan wegnehmen. Aber die Frage, die ich mir da stelle, ist, schau mal, wenn jetzt, also eine Seele hat sich diese Behinderung, Krankheit ausgesucht, um sich zu entwickeln, also die Erfahrung zu machen, sagen wir mal. Aber es ist ja leidvoll für die Person, die das erlebt. Kann denn die Person nicht wachsen ohne das Leid? Brauchen wir Leid, um zu wachsen? Das sind zwei Fragen. Einmal hat sich das die Person ja ausgesucht. Also stellt sich ja dann nicht die Frage, ob es auch ohne Leid geht, weil sie will es ja mit Leid, also mit Leiden. Das hat sich ja dieses Wesen ausgesucht. Und nicht die Seele, sondern das Bewusstsein. Weil wir sind nicht Seele, wir sind Bewusstsein. Wir haben eine Seele oder auch keine. Moment, da muss ich zurück. Was ist der Unterschied zwischen Seele und Bewusstsein? Ich dachte immer, es ist dasselbe. Das ist ein Riesenunterschied. Wir sind Bewusstsein, unendliches Bewusstsein. Wir sind nicht Seele. Die Seele ist ein göttliches Hilfsmittel, das uns zur Verfügung gestellt wird. Und die Seele ist das Bindeglied zwischen Körper und Geist. Das heißt, wenn ein Mensch seine Seele verliert, wenn er zu niederschwingt, verliert er seine Seele. Das heißt, wenn er zu bösartig wird mit seinen inneren Gedanken, dann geht seine Seele, weil sie die Schwingung nicht mehr erträgt. Und die Seele wird ihm weggenommen.
Und die wird dann mehr oder weniger in einem astralen Gefängnis, um es mal plastisch darzustellen, gelagert. Mhm. Und da ernähren sich gewisse Entitäten davon, von dieser Energie, die in einer anderen Dimension leben und über uns herrschen. Mhm. Diese Entitäten benutzen diese Seele als Energiespeicher, wie Batterien. Und deswegen sorgen sie momentan auf der Welt dafür, dass die Menschen niederschwingen durch Angst und Schrecken und ihre Seelen verlieren und somit erhalten diese Wesen Energie. Mhm. Und wenn dann ein Mensch keine Seele mehr hat, dann ist sein Geist vogelfrei. Das heißt, sein Geist kann dann komplett übernommen werden von diesen Entitäten und wird dann geführt. Manche stellen sogar ihren Körper zur Verfügung. Mhm. Das heißt, der Geist entfernt sich sogar und der Körper ist geist- und seelenlos. Und das ist dann das, was ich in einem Video gesagt habe, auch bei euch, bei eurem Sender, was dann kommen wird, die Zombie-Apokalypse, die dann kommen wird, weil diese Menschen dann nur noch Hüllen sind, die komplett ferngesteuert sind. Jetzt habe ich noch gerade eine Zwischenfrage, dann, welche Rolle spielt denn auch der eigene Glaube, dass man wieder gesund werden kann von einer Krankheit? Also sprich, jemand hat einen Unfall, sitzt im Rollstuhl und wie wichtig ist es, dass er auch glaubt, dass er wieder gehen kann. Das nützt ja nicht viel. Wenn er querschnittsgelähmt ist, dann kann er noch so glauben, dass er wieder laufen kann. Aber es gibt doch Leute, die haben eine Spontanheilung. Die haben dann geglaubt. Ja, ich habe auch schon Querschnittsgelähmte gehabt, die wieder laufen konnten. Ja. Vor eineinhalb Jahren, eben beim letzten Sanandatreffen, war ein Fall, wo der Arzt gesagt hat, er wird nie mehr laufen können. Mhm. Und er war dann dort beim Treffen und ist dorthin gelaufen und sogar Auto gefahren. Das wird leider nicht so von der Presse aufgenommen, dass ich einen Querschnittsgelähmten geheilt habe, mehr oder weniger. Mhm. Aber es ist so, diese Fälle gibt es. Aber das hat nichts mit seinem Glauben zu tun, sondern mit meiner Behandlung. Weil in dem Moment, wo sich die Menschen mit mir verbinden, bei einem Auftrag, kommen sie in mein Energiefeld. Mhm. Weil wir sind ja alle miteinander verbunden, auf einer anderen Dimensionsebene. Mhm. Alles ist verbunden. Es gibt nichts Getrenntes und nichts Separates. Und wenn sich jemand mit meiner Energie verbindet, dann badet er quasi in dem Moment in meiner Energie und dieses Bewusstsein heilt dann. Und dieses Bewusstsein kann alles heilen. Mhm. Es gibt nichts, was nicht geheilt werden kann, wenn der Geistführer dieses Menschen es zulässt. Mhm. Der Geistführer passt auf, dass der Inkarnationsplan eingehalten wird von den Menschen. Jeder von uns hat einen Geistführer. Mhm. Und das sind in der Regel unsere geistigen Ahnen. Und der passt auf, dass da nichts schief läuft, dass ich nicht in einen anderen Inkarnationsplan negativ eingreifen kann, passt der auf. Mhm. Das heißt, ich muss im Prinzip gar nichts Spezielles tun und jetzt eine Litanei runterlesen, heile bei dem das Auerle, die Schulterschmerzen, die Knieschmerzen, die Arthrose, heile das. Muss ich alles gar nicht tun. Ich muss nur, wenn ich Klienten habe, lege ich da die Adressen, den Namen, Personalien auf Blatt Papier und lege meine Hand drauf und sage in Gedanken, dass dieser Mensch oder diese Menschen, wenn ich mehrere Heilungen auf einmal mache, und deren Tiere geheilt sein sollen. Mhm. Und in dem Moment geht das quasi raus in den Äther, das ist wie ein Befehl, und geht dann an das Bewusstsein des anderen ran, dockt an. Und wenn dieses Bewusstsein empfänglich ist für mich, dockt es mein Bewusstsein an und gibt dem quasi so einen Schub. Ja. Dann haben die Menschen auf einmal enorm Energie. Die schreiben mir dann, ich habe auf einmal so wahnsinnige Energie. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo die herkommt. Mhm. Ich könnte Bäume ausreißen auf einmal. Mhm. Und ich war vorher depressiv und am Boden. Und jetzt bin ich auf einmal so engagiert. Das ist dann auch noch die andere Seite. Das heißt, es geht nicht nur um die reine körperliche Heilung. Mhm. Es geht auch um den Push des Bewusstseins. Sie erkennen plötzlich Dinge. Manche werden plötzlich hellsichtig, wenn sie einen Auftrag geben bei mir. Die sehen plötzlich auch Wesen. Du bist auch hellsichtig. Ja, die sehen dann plötzlich auch Wesen. Mhm. Also ich kann auch mit Verstorbenen kommunizieren. Mhm. Ich kann mit Tieren kommunizieren, auch aus der Ferne, weil ich mich ins Bewusstseinsfeld von denen einklinken kann. Mhm. Und dann ist es so, wie wenn ich auf dem Tablet ein Video angucke. Und dann sehe ich den, in meinem Geiste sehe ich dann diesen Menschen oder dieses Tier und kann mit diesem kommunizieren auf Bewusstseinsebene. Ich verstehe, gell? Das wusste ich früher alles nicht. Ich wusste früher gar nicht, warum ich das kann und wie ich das mache, was ich mache. Aber erzähl mal, für jemand, der es jetzt noch nicht wissen sollte, kann ja sein, dass er das erste Mal ein Video mit dir sieht, wie ist das entstanden? War das seit Geburt so?
Ich habe darüber ja Bücher geschrieben. Mhm. Ja, das stimmt. Ich war von Geburt an hellsichtig, das stimmt. Ich habe als Kind habe ich schon Verstorbene gesehen. Und ich habe als Kind mich natürlich nicht getraut, mit jemandem zu reden. Ich hatte ja keine Eltern mehr. Meine Oma war den ganzen Tag beim Arbeiten. Mein Vormund war weit weg. Also was soll ich dann abends, wenn meine Oma heimkommt, ihr sagen, du Oma, ich habe da so Leute gesehen bei mir im Kinderzimmer. Ich habe halt immer die Decke über den Kopf gezogen, wenn die kamen, rumgeflogen sind. Und irgendwann, als dann meine Mutter mit fünf, wo ich fünf war, gestorben ist, hatte ich dann Trauma, weil der blutverschmierte VW Käfer dann abgeschleppt wurde, bei uns im Hof hingestellt wurde. Und ich habe gar nicht gewusst, was da los ist. Das ist das Auto von meiner Mutter. Ja, und da war alles blutverschmiert, die Windschutzscheibe war eingedellt oder halt zerborsten. Und meine Mutter ist halt gegen den Baum gefahren und aus der Windschutzscheibe rausgeflogen, gegen den Baum mit dem Kopf und war tot. Und seitdem hatte ich dann ein Trauma und dann war die Hellsichtigkeit weg. Und ich habe dann auch nie mehr dran gedacht, weil als Kind vergisst man das ja auch wieder dann. Ja. Das war dann irgendwie weg, komplett weg. Mhm. Und dann hatte ich ja, dann fing es am Alten an mit diesen Verfolgungen. Das ist aber ein anderes Thema. Und ich habe dann auch Bücher darüber geschrieben, wie das angefangen hat bei mir dann, wieder angefangen hat. Über meine Begegnungen der dritten Art, die ich hatte. Und dann wurde bei mir wieder ein Schalter umgelegt, weil ich war zwischenzeitlich voll in der Materie wieder drin und Spiritualität kannte ich nicht. Ich bin jetzt kein spiritueller Junkie, der da seit 30 Jahren rumgurkt und den Leuten irgendwas erzählt und Hare Krishna und so. Ich bin ein ganz normaler, ich komme ja aus dem Volk, wenn man es mal so nimmt. Mhm. Genau. Und ich war da quasi weg von der Spiritualität. Weg, komplett weg. Und was ist passiert dann? Ja, eben, da hatte ich eben diese Erlebnisse, die ich in meinen Büchern schildere, dass ich Besuch bekam und so weiter. Und die haben mich dann gezwungen, an eine spirituelle Welt zu glauben. Ich konnte da nicht mehr anders, weil ich es ja gesehen habe. Und dann habe ich plötzlich solche komischen Wesen gesehen, die man heute als Reptos bezeichnen würde. Damals wusste ich aber nicht, was ein Repto ist oder was ein Dämon ist oder was ein Grauer ist. Das wusste ich ja damals nicht. Weil die kamen ja nicht zu mir und haben gesagt, hey Sally, ich bin dann ein Repto, gell? Ich habe noch kurz, weil wir jetzt im Moment zum Thema Heilung auch sprechen, noch die Frage jetzt bezüglich Tieren. Tiere sind mir ja immer sehr wichtig, also liegen mir am Herzen, muss ich sagen. Und eben bei den Tieren ist es halt so, ich frage mich, wieso Menschen eigentlich seit Jahrtausenden Tiere qualvoll halten und natürlich auch aufessen und qualvoll umbringen. Wieso machen Menschen das ohne einen Funken Mitgefühl, ohne dass sie sich in diese Tiere hineinversetzen, was das auch für die Massentierhaltung für die Tiere bedeutet? Wieso ist es so ausgeblendet aus unserem Bewusstsein? Ja gut, ich habe jetzt eine ganz andere Richtung. Ja. Darüber habe ich auch mal ein separates Video gemacht. Hört endlich auf, Tiere zu essen und zu töten oder umgekehrt. Das ist ja das generelle Problem der Menschheit. Also zunächst mal, was die Heilung betrifft, kann ich Tiere natürlich heilen und die müssen auch nicht an mich glauben. Also ich arbeite nicht mit dem Placebo-Effekt. Ich habe ja auch viele Klienten, die wiederum andere behandeln lassen im Paket, die wiederum gar nichts von mir wissen. Und das ist immer so interessant, wenn die dann sagen, ja, ich habe meinen Mann heimlich mitbehandeln lassen oder meine Schwester oder meine Mutter und da verschwand dann plötzlich der Krebs oder plötzlich sind die Haare wieder dunkel geworden oder sie brauchen keine Brille mehr, obwohl sie gar nichts von deiner Heilung wussten. Und ich habe x solche, unzählige solche Mitteilungen und das schließt den Placebo-Effekt vollkommen aus bei mir. Wobei ich natürlich ehrlichkeitshalber auch sagen muss, dass der auch mit eine Rolle spielen kann, bei einigen. Das kann man ja nicht ausschließen. Genau. Aber es ist nicht die Hauptheilung. Viele werfen mir vor, ich wäre so ein klassischer Placebo-Heiler, um mich zu diffamieren. Genau. Das ist eben gar nicht der Fall. Nee. Im Gegenteil. Nein, nein. Und noch eine kurze Zwischenfrage, aber noch mal zu den Tieren. Was macht es denn mit der eigenen Energie, wenn man Tiere, noch dazu aus Massentierhaltung, also wenn man die einfach auf ist immer und sich da gar nicht drüber Gedanken macht. Also die billigsten Eier, das billigste Fleisch von irgendeinem Discounter für ein paar Cent und das jeden Tag. Was macht das mit der eigenen Energie? Naja, das hat jetzt was mit dem Bewusstsein der Menschen zu tun. Dass sie eben noch kein Bewusstsein für ihre Mitgeschöpfe entwickelt haben.
das geht auch, wenn man zum Beispiel Fisch isst, ist genau das Gleiche. Ja. Die Fische werden ja auch gehalten und getötet und gefressen. Die haben auch Gefühle. Alle Tiere haben Gefühle, alle Tiere wollen leben. Und das ist eben das Lebensrecht, was die Menschen den Tieren aberkennen. Genau, dabei sind wir auch ein Tier. Wir sind im Prinzip auch Tiere, wenn man es genau nimmt. Körperlich gesehen sind wir auch Tiere. Wir essen quasi unsere Brüder und Schwestern. Es ist uns eben nicht bewusst. Genau. Weil das Herrschaftssystem, was wir haben, hat uns das so eingetrichtert. Vor vielen tausend Jahren hat es angefangen mit diesen Wesen, die uns beherrschen aus der anderen Dimension, die jetzt aber auch hauptsächlich inkarniert sind in menschlichen Körpern. Die haben das den Menschen eingetrichtert, dass man Tiere töten muss und essen muss. Mhm. Dass Gott im Alten Testament gesagt hat, dass man die Tiere essen soll. Das Alte Testament ist ja alles dunkel. Ist ja alles dunkel. Ja. Und alles gefaked und manipuliert. Alles, was geschrieben steht, wurde manipuliert. Aber wie kann man denn jetzt, also es ist ein großes Anliegen, wie kann ein Zuschauer jetzt vielleicht in der Gesellschaft irgendwie da dazu beitragen, dass da ein anderes Bewusstsein wächst? Dass es einfach nicht geht, dass man andere Lebewesen so quält? Er kann mit sich selber mal anfangen, dass er aufhört, Tiere zu essen. Das ist mal der erste Schritt. Mhm. Also er einfach selber aufhört. Ja. Und er muss ja nicht vor den Türen der anderen kehren. Jeder sollte bei sich selber anfangen. Ja. Und wenn jeder bei sich selber anfängt und keine Tiere mehr isst, dann gibt es eine Kettenreaktion. Und ich weiß nicht, wie viele Zehntausende Menschen ich schon zum Veganer gemacht habe durch meine Arbeit. Also, weil in dem Moment, wo die mit meinem Bewusstsein verkoppelt werden, schreiben mir viele, dass sie plötzlich kein Fleisch mehr essen wollten, obwohl sie immer Fleisch gegessen haben. Mhm. Sie hätten plötzlich einen Ekel vor dem Fleisch. Ja. Das erreiche ich dann auch noch. Deswegen sage ich ja, meine Arbeit ist jetzt nicht nur die reine Heilarbeit, sondern eigentlich mehr die Bewusstseinsarbeit. Genau. Weil Bewusstsein ist das, was langfristig heilt, nichts anderes. Genau. Und ich habe ja auch Fälle, dass Menschen, die sich mir nähern, wenn die länger bei mir stehen, dass Wunden zuwachsen zum Beispiel. Solche Fälle habe ich, dass solche Schnittwunden in 10 Minuten zuwachsen oder offene Beine, wo 10 Zentimeter große Wunden sind, über Nacht zuwachsen, komplett zuwachsen. Ich habe solche Klienten mit allen staatlichen Versicherungsaussagen, die das bestätigen, weil ich mich ja immer absichere gegen Diffamierer und Verleumder. Ja, genau. Muss ich ja tun. Und deswegen können sie auch nichts gegen mich ausrichten seit 7, 8 Jahren, weil ich alles beweisen kann. Mhm. Einzige, was sie tun können, ist mich diffamieren. Das ist das andere Thema. Aber die Menschen können nur wachsen im Bewusstsein und aufsteigen, wenn sie das Tierleid endlich mal beenden. Vorher wird die Menschheit als Ganzes nicht aufsteigen und jeder Einzelne, der Tieren noch Leid antut, wird auch nicht aufsteigen. Genau. Das ist quasi Grundvoraussetzung. Hm. Weißt du wieso? Also ich kann mich erinnern, ich bin ja in einem sehr bayerischen Haushalt aufgewachsen und ich kann mich erinnern, also gab es auch Fleisch, dass das Fleisch manchmal so, also das hat so schlecht geschmeckt. Also es war für mich furchtbar. Ich habe den Eindruck gehabt, man kann das Adrenalin, dass das Tier gespürt hat beim Sterben, richtig schmecken. Und ich habe einen richtigen Ekel auch entwickelt, schon als Jugendlicher. Aber das ist doch so, man nimmt doch die Energie dieses Sterbens, von dem Leiden, von dem Tier auch dann auf, richtig? Das also meine Pflegeeltern, die haben mich geschlagen, bindelweich, wo ich 9 war, damit ich Schwartemager und Kutle esse. Die hatten eine Rinder- und Schweinehaltung und ich musste mich immer übergeben und dann haben sie mich geschlagen. Ich hatte natürlich einen Ekel gegen das, ich wollte das noch gar nie. Und wir nehmen als Menschen, wenn wir Tiere essen, nehmen wir ja die Angstenergie auf. Genau, das meinte ich. Von den Antibiotika und Giften mal abgesehen, nehmen wir die Angstenergie auf und die verfälscht dann die DNA des Menschen. Ja. Das heißt, es gibt ja auch viele Menschen, die viel Schweinefleisch essen, die kriegen plötzlich einen Schweinenacken und einen dicken Schweinekopf. Ist mal ohne Witz. Ja. Es gibt manche Männer und Frauen, die so besser beieinander sind. Die haben Schweinsköpfe teilweise. Und wenn man dann guckt, essen sie jeden Tag Schweineschnitzel. Weil sie nehmen die DNA
nehmen sie auf in ihren Zellen. So ist es, ja. Und sie verändern sich da dann auch. Manche haben Stirnacken und also sie verändern sich dann auf tierischer Basis. Manche wir sind lauter Atome praktisch und du isst ja auch diese anderen Atome sozusagen auf und verleibst es ein. Ja. Also im Prinzip ist der Kannibalismus. Aber auch die Energie nimmst du mit, von dem Leid, von dem Tier nimmst man das, auf. Der Sinn und Zweck des ganzen Fleischessens ist, dass die herrschende Kaste aus der anderen Dimension die Menschen in der niederen Schwingung halten will, damit die Menschen nicht hellsichtig werden, wieder durchs hohe Schwingen und damit die Menschen das nicht kapieren, was auf dieser Welt los ist. Das ist der einzige Sinn und Zweck vom Fleischessen. Darf ich mal, und du isst kein Fleisch, gar keins mehr, gell? Nee, um Gottes Willen. Nee, genau. Bist du Veganer? Ja. Ah, okay. Natürlich. Deine Einfühlsamkeit berührt mich sehr, weißt du, dein Mitgefühl, deine Einfühlsamkeit, die kann ich einfach ganz deutlich spüren, auch mit Tieren. Also nicht nur mit Menschen, sondern auch mit Tieren. Sananda, jetzt noch eine Frage. Was ist denn dein Seelenplan in dieser Inkarnation? Oh, da würden mich jetzt denn alle verhöhnen, wenn ich den wirklich von mir gebe. Ich versuche das immer zu vermeiden, darüber zu sprechen, weil die meisten Menschen nicht so weit sind, das zu verstehen und zu glauben, wer ich bin. Ich sage es mal so, aber ich denke, dass wir das vielleicht in einem anderen Thema nochmal besprechen müssten. Es gibt Menschen, die kommen von unten in die Inkarnation und dann gibt es welche, die kommen von oben. Ja. Das heißt, die von unten kommen, müssen noch die Schulen durchlaufen. Aha. Und da gibt es welche, die kommen von oben und helfen denen, die Schule zu durchlaufen. So könnte man es vereinfachen. Also, ich bin sowas, was man ein Indigo nennt oder auch ein Avatar, einer der ganz wenigen. Es gibt noch eine in Russland, die Anastasia zum Beispiel, mit der ich auch verbunden bin geistig und mit ihr kommunizieren kann. Und meine Aufgabe ist es, die Menschen, die an Gott glauben, die zurück wollen aus dieser Höhle hier, nach Hause zu führen. Ja, genau. Das ist meine Aufgabe. Und deswegen werde ich brutal bekämpft hier auf allen Ebenen. Darf ich dich nochmal fragen, wie würdest du denn Gott beschreiben? Da gibt es ja Menschen, die stellen sich jemanden da oben vor, der runterschaut und schaut aus wie Jesus. Der andere sagt, dass Gott ist ein Prozess, es ist das Leben. Was ist Gott? Was sagst du? Also die Menschen müssen sich halt mal daran gewöhnen, dass es so eine Art Formloses gibt. Weil wir sind ja nur hier in diesem Körper gepresst, um uns auszudrücken. In Wirklichkeit sind wir formlos. Das heißt, wir sind Bewusstsein und auch Gott ist Bewusstsein. Gott ist im Prinzip alles. Alles, was ist, ist Gott. Alles. Es gibt nichts außerhalb von Gott. Es gibt nichts. Alles ist in Gott enthalten und gewisse Dinge müssen geschehen, damit die Menschen erkennen, in welche Richtung sie gehen müssen. Und das kann man eben nur durch Leid und Schmerz erreichen, weil viele nicht hören wollen. Und Gott hat im Prinzip gar keine andere Chance, als die Menschen durch diese Leid- und Schmerzhöhle gehen zu lassen, damit sie ihn irgendwann wieder erkennen. Wieso ist es so, dass man nicht durch positive Erfahrungen lernt? Man lernt nur durch Negatives. Ist so, gell? Meistens ist es leider so. Also wenn das Leiden sehr groß ist. Ist leider so. Deswegen gibt es seit Tausenden von Jahren die Kriege. Und wir erleben dann immer wieder das Gleiche, dass wenn die Menschheit dann am Ende angekommen ist, der Fahnenstange, dann gibt es den großen Reset und dann wird eine Menschheit begraben und es entsteht eine neue. Und die neue weiß dann nichts mehr von der alten. Das heißt, die haben ihr altes Leben vergessen und fangen wieder von vorne an. Und bis sie dann irgendwann an dem Punkt sind, wo sie nicht mehr anfangen müssen als Menschen und die Materie verlassen können, um wieder dahin zu gehen, wo sie zuvor waren. Was passiert dann, wenn wir die Materie verlassen, wenn wir keine Menschen mehr sind? Dann sind wir das, was wir wirklich sind. Nämlich kosmische Superwesen. Mit allen möglichen Zauberkräften. Und was bedeutet kosmische Superwesen jetzt konkret? Dann, also wir sind keine Form mehr, oder was meinst du damit? Wir können die Form annehmen, die wir wollen. Okay.
Also die Lichtwesen, die können auch als Tiere erscheinen vor dir, zum Beispiel. Mhm. Als Eichhörnchen, als Hund. Mhm. Sie können plötzlich vor dir stehen. Sie können jede Form annehmen. Und wir sind in Wirklichkeit Superwesen, die es vergessen haben. Und andere müssen erst noch das Superwesen werden. Mhm. Deswegen durchlaufen sie diese Schule. Und das Leben, das wir hier haben, ist nur eine Überbrückung, eine Durchreise. Das ist nicht das eigentliche Leben. Wir sind hier nur auf der Durchreise und benutzen diese Körper, um uns dahin zu entwickeln, wo wir eigentlich hinwollen. Mhm. Nur hat es unser Verstand natürlich nicht auf der Platte und der Verstand will uns daran hindern, das zu erreichen. Mhm. Unser Ego, weil das Ego das nicht glauben will, was ich jetzt sage zum Beispiel. Mhm. Ein Zuschauer sagt dann, was redet denn der für einen Stuss? Mhm. Und ein anderer sagt, ja genau, der hat recht. Mhm. Weil er ist halt noch nicht so weit, der andere. Er wird jetzt die Erfahrungen noch machen müssen. Und wenn er noch ein paar hundert Leben dazu braucht. Und mhm. die einen, die haben das schon verstanden, die fühlen Gott, mhm. die fühlen mich und machen sich auf den Nachhauseweg mit mir. Mhm. Aber an was liegt es, dass manche Menschen einfach nicht bereit sind, sich dem zu öffnen? Weil sie das Bewusstsein nicht haben. Aber das kann auch erst mit der Zeit entstehen, und oder? Das kann man ihnen nicht reinschlagen. Das ist ein Prozess auch, das dauert. Das müssen sie lernen, okay. Durch Erfahrungen mhm. und durch Erkenntnisse. Mhm. Sie müssen so weit kommen, dass sie irgendwann den Schmerz der Tiere am eigenen Körper spüren. Mhm. Genau. Dass sie Mitgefühl entwickeln. Und das ist eigentlich auch meine Hauptaufgabe, die ich für mich so erkannt habe, dass ich den Menschen die Augen und das Herz öffne. Ja, genau, das Herz. Mhm. Das ist so mein, genau. Eigentlich mein Ziel. Genau. Mhm. Und viele werden dabei natürlich geheilt. Und viele, die jetzt vielleicht keine körperlichen Beschwerden mhm. haben, werden aber trotzdem erfolgreich behandelt, weil sie dann nach einer gewissen Zeit durch das höhere Bewusstsein neue Erkenntnisse gewinnen und die Welt plötzlich mit anderen Augen sehen. Ja, genau. Und dann ist das ja auch ein Erfolg meiner Arbeit, obwohl jetzt mhm. kein nachweisbarer körperlicher Effekt da ist. Also es geht genau. nicht nur um die körperliche Heilung. Nee, genau. Es ist ja auch gar nicht das vorrangige Ziel, die körperliche Heilung. Ja. Denn wir sind ja nicht nur der Körper. Im Gegenteil. Ja, ich verstehe. Ich will das gar nicht. Okay. Mhm. Viele Heiler sind ja unterwegs. Mhm. Ich gönne ihnen alles. Ich habe keinen Neid oder so. Aber da geht es wirklich nur um das blanke Heilen. Ja, genau. Mhm. Und ich sage ihm gerade das Gegenteil. Wenn du meine Webseite mal anguckst, lies sie mal die AGBs durch und dergleichen. Ich will gar nicht jeden. Im Gegenteil. Mhm. Durch das, was ich immer in meinen Videos sage, schrecke ich ja sogar noch viele ab. Ich könnte ja doppelt so viele Klienten haben. Genau. Wenn ich jetzt nur sagen würde, ich bin ein toller Heiler. Kommt zu mir, ich heile euch, kein Problem. Mhm. Im Gegenteil. Ich mache eigentlich genau das Gegenteil. Ich möchte gar nicht jeden und ich möchte eigentlich nur den, der offen ist für mich und der mich spüren kann. Mhm. Und natürlich erwische ich immer wieder Klienten, die haben keinen blassen Schimmer, von was ich rede. Genau. Und die sagen sich, von mir aus kann der Gott persönlich sein oder Jesus oder wer er auch sein will. Hauptsache er heilt mich. die Leute gibt es natürlich auch. Ja. Aber das sind dann meistens die dann nicht geheilt werden. Mhm. Weil sie das nicht erkennen, um was es geht. Weil sie nur das Wehwehle weghaben wollen. Ja, genau. Es ist so wie im Sinne von, ich möchte ganz viel Geld haben, aber ich will nicht arbeiten. Ja. Ja, oder ja, wie soll es dann kommen? Also, ich will nichts dafür tun, ich will nichts lernen müssen. Zueinander, wie werde ich reich? Aha. Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich reich Hast werde? Hast du sowas auch? Natürlich, stimmt. Soll ich anfangen auch? Ja, ja. Wirklich? Ja, das ist sehr hohes Bewusstsein. Hat aber nichts mit Heilung zu tun, oder? Ja. Ja, die Menschen haben eben verschiedene Bewusstseinszustände. Die einen leben noch in der Steinzeit in Indonesien und die anderen eben, wir haben verschiedene Bewusstseinsstufen hier auf der Erde und die sammeln sich auch bei den Klienten bei mir. Ja. Und ich habe natürlich für jeden Verständnis und bin da auch gar nicht gehässig oder so. Ich sehe halt dann an den Fragen, mit wem ich es zu tun habe, schon mal. Und an den Fragen erkenne ich ja das Bewusstsein. Aber was ich mich halt auch frage jetzt, so wenn ich dir zuhöre, ist es denn so, dass eigentlich immer nur, es kann doch eigentlich nur das Ego krank werden. Das Bewusstsein kann nicht krank werden. Nein, Bewusstsein. Nur unsere Ich-Identifikation, das Ego kann krank werden und macht krank auch. Natürlich am Festhalten. Eine Krankheit gibt es sowieso nicht. Das ist ein körperlicher Begriff, den gibt es sowieso nicht. Ja. Im Prinzip.
Wir sind ja eigentlich, kommen Krankheiten ja über die Astralebene auf uns. Das heißt, wenn wir körperlich krank werden, dann sind wir zuvor schon mit unserem Astralkörper krank. Genau. Und das geht eine Weile, bis das auf Materie, auf den materiellen Körper übergeht, diese Krankheit. Und dann zeigt sich das im Außen. Wenn die Krankheit schon 70% fortgeschritten ist, zeigt sich das im Außen. Und deswegen können wir, wenn wir jemanden behandeln, das ist ja das Problem der Schulmedizin, die behandeln dann ja, genau. das Symptom. Genau. Die behandeln das Zeichen. Also das Aura, aber halt nichts mit Heilung. Aber in Wirklichkeit ist ja die Ursache geistig, also im astralen Bereich, im mentalen Bereich. Und da setze ich ja an. Das heißt, ich heile dann wieder quasi von innen nach außen, oder? Außen nach innen. Ja, also, ja ich verstehe schon. Ja. Also andersrum quasi, genau andersrum wie die Schulmedizin. Ja, genau. Und deswegen, wenn ich den seinem Geistkörper heile, seinen Astralkörper, und den heile ich im Prinzip durch mein Bewusstsein, der kriegt dann einen Schub, einen Energieschub. Und dann verschwindet diese Krankheit. Und dann ist entscheidend, das ist kann er die Energie halten. Ja, und wann kann jemand die Energie halten? Und das kann jetzt sein, dass er die Energie von mir nicht halten kann. Das heißt, die ist zu stark für ihn. Ich kriege ja auch E-Mails, bitte brech die Behandlung sofort ab. Ich halte es nicht mehr aus. Die Energiestöße ertrage ich nicht mehr. Weil sogenannte Erstverschlimmerungen, die haben meine Klienten sehr stark. Okay. Das ist aber auch ein Beweis, dass da was das passiert. Genau. Und dann sind die meisten, einige sind dann eben feige, die wollen ihre Problemzonen nicht anschauen. Ja, genau. Die wollen nichts mit der Heilung zu tun haben, weil Heilung kann wehtun. Kann auch Veränderung heißen. Und Heilung heißt auch Veränderung. Heilung heißt ja heil werden, wieder ganz werden. Genau. Und das bedeutet auch Arbeit und sich mit sich selber beschäftigen und sich zu reflektieren. Und aus der Komfortzone raus. Und das wollen viele nicht. Und dann brechen die ab. Aus Angst. Und sagen, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Da stimmt was nicht. Super. Mir geht es ja schlechter wie vorher. Jetzt noch die letzte Frage, ganz kurz. Gibt es etwas, was du dir jetzt, sagen wir mal, für das nächste Jahr vorgenommen hast? Was ist dein Ziel? Sagen wir mal, so, wenn du jetzt aufs nächste Jahr blickst, was wünschst du dir? Also einmal überleben, schon mal gut. Ich bin froh, wenn ich jeden Tag nach Hause komme, dass nichts passiert ist. Mhm. Warum, können wir vielleicht noch ein anderes Mal reden. Ja. Und ich möchte so viel wie möglich aufwecken, das ist mein Ziel. Mhm. Also mir geht es nicht darum, so viele Klienten wie möglich zu sammeln. Dann würde ich wahrscheinlich anders auftreten. Ja. Ich schrecke ja viele ab durch das, was ich sage. Und ich filtere so die richtigen raus. Also es geht ums Aufwecken. Mir geht es ums Ausfiltern. Mhm. Die Spreu trennt sich vom Weizen. Mhm. Die Systemmenschen, die laufen den einen Weg und dann gibt es die anderen. Mhm. Und die anderen möchte ich erreichen. Mhm. Das ist mein Ziel. Und ich werde meine Arbeit tun, solange ich lebe. Und solange es Technik gibt, solange es Internet gibt und solange die Welt noch besteht, solange werde ich die Arbeit tun. Lieber Sananda, vielen, vielen Dank für dieses schöne, sehr anschauliche Interview und den Einblick in deine Arbeit als einer der größten Heiler aller Zeiten. Ja, gerne. Vielen Dank. Gerne. Und ich bedanke mich fürs Zusehen bei Welt im Wandel TV. Dann bis zum nächsten Interview. Bis bald hier bei Welt im Wandel TV.